Ja, also ich erwarte mir hauptsächlich, dass ich viele neue Übungen für meine tägliche Routine finde. Dass jemand mal über die Haltung generell drüber schaut und ich hoffe, dass ich heute viel lerne und meine Mobility verbessern kann. Zudem, um halt ein paar Probleme zu lösen, die ich jetzt letztens gehabt hatte mit dem Hexenschuss. Ja gut, ich bin jetzt ja erst das 20. Mal hier. Und erste. Nach oben zu kicken, wir haben hier die Stange. Okay, und dann kannst du von hier wieder und auch wieder wichtig gestreckte Arme nicht hier reinziehen, springt und dann langsam runterlassen. Also letztendlich wie beim Puller macht ihr das auch bei solchen Übungen. Negative mitnehmen. Eine Exzentrik, das könnt ihr euch angucken in Bezug auf Maximalkrafttraining, heißt Hillkurve von Archibald Hill. Ja, sogar 1950 schon irgendwann aufgestellt, dass in der Exzentrik ist die meiste Kraft zur Verfügung. Maximalkraft in der Isometrie und Konzentrik ist die wenigste Kraft. Deswegen ist es häufig schwierig, dann wieder zurückzugehen, ja, weil du da einfach weniger Kraft ganz normal hast vom Muskel her. Genau, letztendlich so könnt ihr das üben. Ja, der Workshop war sehr schön, viele neue Übungen kennengelernt und hat echt Spaß gemacht. Ja, ich bin sehr positiv überrascht. Es war sehr geil heute. Gerade diese Flow-Übung, sprich die Kombination aus den verschiedenen Mobility-Übungen zu kombinieren und das halt auch regelmäßiger auszuüben. Ich fand es sehr stabil, hat mega Spaß gemacht. Ne? Also ich kann es nur empfehlen, jeder sollte sowas schon mal gemacht haben, um seine Mobilität auf den neuesten Stand zu bringen. Ne? War richtig gut, viel gelernt heute. Jo, fachlich hat Leon uns richtig heftig was gezeigt. Wir werden viel umsetzen können, Training nochmal umstrukturieren. Und vor allen Dingen auch so ein bisschen Mobility in Sachen Schulter, ein bisschen öffnen und so. Ein paar geile Sachen dabei gewesen, die ich dann bei mir im Training mit einbauen werde. Ich mache das gerne zu Hause. Also ich mache jeden Morgen Sport, 5:30 Uhr, stehe ich am Samstag und Sonntag auf und rechne im Anschluss.